Kathi und Tom im Liebesurlaub, der heißeste Sommer ihres Lebens. Wer nach den Knutschfotos vor zwei Wochen noch Zweifel hatte, neue Fotos von Heidi Klum, 44, und Tom Kaulitz, 28, zeigen, es ist der heißeste Sommer ihres Lebens. Die Modelmama und der Tokyo Hotel Gitarrist knutschen und fummeln am Pool in Mexiko, sie oben ohne, er in giftgrünen Badeshorts, da wird die Sonne liege glatt zum Liebesnest, mal ruht Heidis Kopf auf seinem Schoß. Dann streichelt Tom ihre Beine oder legt sich gleich ganz auf sie drauf. Das Neubärchenpaar bringt einen Liebesurlaub in Mexiko. In Cabo San Lucas können Heidi und Tom die Finger nicht voneinander lassen, schmusen, busseln, streicheln sich. Das Model ist ungeschminkt, hat nasses Haar. Für Abkühlung sorgt die Topmodel-Chefin selbst, bringt zwei Flaschen Wasser an den Boot. Noch Zweifel, dass Amor hier ins Schwarze getroffen hat. Es ist der Höhepunkt der wochenlangen Liebesrätselei, sind die Powerfrau und der Tennisschwarm nun ein Paar, oder nicht? Vor zwei Wochen knutschten sie öffentlich auf einem Balkon bei Los Angeles, als Tom seine Heidi am Set von America's Got Talent besuchte. Zuvor waren das Model und der Musiker nach einer Party in L.A. gemeinsam in der Nacht verschwunden. Noch vor wenigen Tagen war Heidi mit ihren Kindern im China-Urlaub und schickte ein Herzchen-Emoji und den Hashtag Missing You an eine unbekannte Person. Die sehr gut Tom heißen könnte. Nach Mexiko ist Heidi scheinbar ohne ihre Kids gejettet. Vielleicht, weil dieser Liebesurlaub nicht ganz jugendfrei ist.